wir fangen an. Das sind meine zwei Ausgangshosen. Lustigerweise ist die weiße Hose von meinem Dad eine aussortierte und die Jeans ist von meiner Mom. Ich finde das schon irgendwie lustig. Also ich konnte mich da Ewigkeiten amüsieren drüber und ich probiere jetzt zwei Hosen daraus zu machen tatsächlich. Und als Schritt 1 tue ich mal von beiden Hosen den Bund und die ganzen Laschen da für den Gürtel runter trennen. Und da war Gott sei Dank voll geiles Wetter an dem Tag in Wien und das habe ich dann draußen gemacht. Und das habe ich dann bei beiden Hosen gemacht und dann werde ich sie jetzt auseinanderschneiden. Und zwar, ich habe das vor, in der Mitte des Beines zu machen, also diese Two-Toned-Variante. So, Dali, ich habe jetzt den Bund abgetrennt von beiden Hosen und ich werde jetzt teilen. Und das werde ich jetzt nicht ausmessen oder sowas, das mache ich einfach mit meiner Augen. Kraft, das ist absolut nicht deutsch, aber ich werde es das so abschätzen jetzt. Es ist so, dass die Hose ist mir so hart zu groß, da ist es wurscht, wenn ich da ein bisschen, also ich werde das sehr großzügig schneiden und dann kann ich das eh noch adjusten, aber ich habe das jetzt mal in die Hälfte gelegt, weil ich es dann besser sehe und da werde ich einfach mal von hier unten entlang schneiden, habe ich mir gedacht. So, und jetzt werde ich noch die Rückseite zerschneiden, damit das hier mittig ansetze und einfach nach oben. Hier ist jetzt nur so eine eingelegte Falte, die werde ich natürlich entfernen. Da muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Tasche zerschneide, weil die möchte ich ja nur benutzen. Genau, und da ich eben zwei Jeans draus machen will, probiere ich da wirklich sehr mittig zu schneiden. Solltet ihr aus zwei separaten Jeans quasi eine machen wollen, könnt ihr da natürlich mit der Breite von allen Teilen variieren. Wichtig ist, dass es muss ein Mittelteil geben und zwar Außenteile. Und dementsprechend schneide ich das sehr mittig, in dem Fall jetzt schnell in Schnelldurchlauf und werde es dann am Ende so zusammenstopseln, das seht ihr jetzt gleich, wunderbar, das ist jetzt mein Endgoal, also immer quasi, dass ich den Bund in der Farbe von dem Mittelteil haben will. So, meine Lieben, wenn ihr das zu Hause nachmacht, ja, achtet beim Auseinanderschneiden von den ganzen Hosen auf folgende Punkte, okay? Zusammenfassend. Also bei den Seitenteilen, ja, da bleibt ja die Tasche erhalten. Also schaut auf jeden Fall, dass die ganze Tasche drauf ist auf dem Seitenteil und auch, dass die ganze Innentasche so gut wie es geht drauf ist. Die müsst ihr wahrscheinlich da irgendwie schräg abschneiden, das dann natürlich später versäubern. Aber dass auf jeden Fall der Großteil dieses Taschensacks, nenne ich es jetzt mal, da ist, weil sonst könnt ihr die nicht benutzen. Hier gibt es diese Paspeltasche hinten, dementsprechend musste die gehen, weil die kann man natürlich nicht seamrippen oder sowas. Da werde ich dann quasi so eine Aufnähtasche drüber nähen und dann sieht man das nicht mehr. Zum Vergleich, das ist jetzt die andere Hose, die Seite. Da habe ich auch geschaut, dass das ja noch drauf ist. Ich hätte das tatsächlich ein Tick weiter darüber schneiden können, damit ich hier mehr Nahtzugabe habe. Das wäre ziemlich eng mit diesem scheiß Metallding, aber es wird schon passen. Und auch hier ist der Taschensack quasi so gut, wie es geht, erhalten. Hier ist er schräg abgeschnitten, das werde ich versäubern. Und bei der Rückseite in dem Fall war ja keine Paspeltasche, aber die Tasche wurde vorher schon abgetrennt, die da war. Dementsprechend ist die jetzt da leer, also da ist jetzt gerade keine Tasche drin. Kommen wir zu den Mittelteilen. Da ist wichtig, dass jetzt also hier hinten ist es ja wurscht, weil wir haben ja hier wieder diese zwei Paspeltaschen. Nehmt euch nicht diese schrittnahe zur Orientierung beim Runterschneiden, okay? Weil sonst wird das Ganze schief. Der hat sich wirklich eher, ich habe mir diesen Punkt quasi fixiert mit dem Auge und habe dann ganz gerade runtergeschnitten in die Mitte quasi von diesem Bein und dort einfach ganz gerade entlang. Nicht hier eine Welle reinschneiden oder sowas, das schaut ganz komisch aus dann. Die Teile habe ich übrigens komplett abgetrennt, aber die Dinge natürlich dran gelassen. Ich bin nur beim Überlegen, ob ich sie so lasse oder ob ich die auch mixe, das schaue ich noch. Und hier haben wir nochmal die andere Seite
Rückseite mit solchen Aufnähtaschen. Da ist es eben ganz wichtig, dass ihr die zur Hälfte runter trennt. Damit eben dann, ihr könnt das natürlich komplett runter trennen, aber dann erspart es euch sau viel Arbeit eben, wenn die eh schon zur Hälfte wieder schon dran genäht ist quasi. So, ich habe jetzt ein Bein von einer Hose an und das muss ich da so komisch an der Seite festheben. Und ich habe das jetzt einfach nur Naht auf Naht gepinnt und es sitzt eigentlich schon recht gut. Ich werde oben noch ein bisschen enger pinnen an der Hüfte, aber sonst finde ich es eigentlich recht nett. Da, ich konnte jetzt leider nicht hinzeigen, aber bei dem unteren Bereich von dem Reißverschluss, da werde ich noch ein bisschen was wegnehmen, damit das nicht so Falten wirft. Aber ich bin schon ganz happy. Nehmt ihr zwei Hosen, die nur eine werden soll, dann entscheidet euch, was ist der mittlere Teil und was ist der äußere Teil. Ich gebe nur einen kleinen Tipp. Der mit dem größeren Zipper sollte wahrscheinlich euer innerer Teil werden, also mit dem längeren Zipper. Und ja, ich nähe das jetzt einfach mal randomly zusammen an der Seite und ziehe das Ganze jetzt an in meinem Fall und schau einfach, bin ich da ganz arg weit weg. Also ich habe es vorher schon angepinnt quasi, aber ja, es schaut jetzt eigentlich ganz gut aus. Sie sind unterschiedlich lang, aber das ist ja wurscht, weil ich die später sowieso hochkrempeln will. Aber man sieht, dass in der Hüfte dort definitiv noch zu viel ist, weil ich weiß nicht, wer das in den hinteren Nähten wegnehmen, weil vorne habe ich durch die Taschen keine Möglichkeit mehr. Aber ja, das werde ich jetzt einfach da bei den hinteren Nähten machen. Das tue ich mir zuerst wieder abstecken, teste das dann nochmal, bevor ich es zusammennähe, an mir heute angezogen, ob das dann eh passt. Und werde quasi so meine Taille angleichen. Solltet ihr eben zwei zu kleine Jeans haben, müsst ihr natürlich bedenken, dass ihr dann den Bund auch kombinieren müsst. Ihr müsst beide Bünde dann kombinieren, weil sonst, ja, weil euch ein Bund eben daher zu klein ist. In meinem Fall ist der Bund eben zu groß, weil das ja eben beides zu große Hosen waren. Will heißen, ich muss jetzt den Bund einnehmen, also kürzer machen. Und dafür tue ich jetzt einfach meine neue Jeans hier rundherum ummessen tatsächlich. Ja, man höre und staune, ich messe das Ding sogar, das sind 77 cm. Dann tue ich den Bund messen und da habe ich ganze 84 cm. Will heißen, ich muss jetzt eben diesen Überschuss in zwei Abnähern am besten wegbringen. Und das mache ich rechts und links. Und dafür muss man erst einmal diese oberen Stütznaht da durchtrennen, also auf Seam Rippen, damit man das ganz schön flach legen kann, den Bund. Der besteht eh meistens aus Ohrenteil und manchmal hin und wieder aus zwei, aber das ist dann auch nicht so tragisch. Jedenfalls muss die ganze Fläche hier klappbar sein, aufklappbar, ganz flach, genau so. Und dann tue ich das in die Hälfte falten und dadurch mich an diese Gürtelschlaufen orientieren, damit ich schön in der Hälfte bin. Dann tue ich das mal so random feststecken, wunderbar, man sieht das gleich besser und so liegt es wunderschön rechts aufeinander, den Bund, und dann messe ich da in meinen Fall 1,5 cm rein, weil ich pro Abnäher 3 cm verschwinden lassen will. Und genau, das stecke ich mir dann fest, so die ganze Seite entlang und nähe dann einfach drüber. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, ihr könnt da einzelne Schritte machen. Ja? Ihr müsst es nicht alles auf einmal machen, mal ausprobieren etc. Gut, das habe ich dann drüber genäht, dann durch das Ganze aufschneiden, damit ich es besser glatt bügeln kann, weil dann sieht man es von außen viel weniger. Ich tue es glatt bügeln, dann tue ich es wieder zusammenfalten und dann steppe ich das da oben, diese Stütznaht, gleich mal wieder ab, damit das schön sauber ist. Das schaut dann so aus. Genau, wupp, da kommt das drüber, zack, dann halt das oben wieder schön sauber hin, am besten natürlich in der Farbe, die so ähnlich zumindest ist, und dann könnt ihr den ganzen Bund bzw. eure Hose in den Bund hinein sandwichen und das Ganze einmal rum absteppen und festnähen quasi. Und die Nahtzugabe ist eh schon drinnen geklappt und so schaut das Ganze jetzt aus. Ich konnte die Taschen verwenden und ich habe hinten übrigens keine Taschen mehr drauf getan, weil ich fand es sonst zu aufgeregt, und unten habe ich es einfach so lässig zweimal umgeschlagen und das zeige ich aber später, wie das Ganze ausschaut. Das ist die zweite Hose, die habe ich da auch so grob zusammengenäht, aber irgendwie hat sich das bei der Hose ziemlich verzogen, weil ich eben den Augenmerk vor allem auf die andere Hose gelenkt habe und da irgendwie, ja, irgendwie
taugt es mir nicht. Ich finde das mit dem Weiß außen und dem Dunkel innen so auf die Länge, das schaut irgendwie komisch aus. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich ändere die Hose ein bisschen um. Zuerst einmal habe ich daraus eine kurze Hose gemacht, also ich habe das Ganze abgeschnitten und habe jetzt quasi mehr Jeansstoff, mit dem ich arbeiten kann. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen, wenn ihr zwei viel zu kleine Hosen habt. Könnt ihr das auch in eine kurze Hose oder eine Capri-Hose umändern und quasi hier, das tue ich jetzt mal auftrennen, weil das habe ich jetzt schon zusammengenäht, aber hier wäre ich jetzt Teile dieses wie nennt man denn sowas, Beine, Teile der Beine werde ich jetzt einfach reinnähen, aber bevor ich das mache, werde ich hinten erst einmal die Taschen absteppen, weil ich jetzt halt nur ganz gut drankomme und später nicht mehr so, und das tue ich einfach, ich tue es ein bisschen fixieren und dann tue ich das einfach ringsrum absteppen. Durch das, dass es auf der einen Seite ja schon festgenäht ist, ist das ganz, ganz simpel, das verrutscht euch ja gar nicht und so, das ist richtig, richtig angenehm. Gut, das habe ich ja versäubert da, dieses abgeschnittene Teil, und jetzt tue ich da dieses Mittelteil einfügen, rechts auf rechts, und das tue ich natürlich bei beiden Seiten. Und das tue ich natürlich alles versäubern. Generell habe ich natürlich alle Nähte versäubert, das habe ich irgendwie jetzt nie dazu gesagt. Aber versteht sich von selbst, weil wie ihr seht, franzt dieser Stoff aus, ist fuck. Gut, also auf jeden Fall habe ich das jetzt versäubert, diese Teile eingefügt, und jetzt kann ich das wieder vorne schließen mit meinem Vorderteil, dadurch auch rechts auf rechts zusammennähen. Und was ihr dann später auch sehen werdet, ich habe das Ganze dann nur von oben abgesteppt, also die Nahtzugabe auf eine der Seiten von oben abgesteppt, damit das ein bisschen smoother ist, weil sonst häupelt sich dieser fette Jeansstoff, boah, Sprache, der fette Jeansstoff, der wölbt sich dann sonst ein bisschen, deshalb einfach von oben absteppen, dann ist das Ganze ein bisschen sauberer. Und ja, genau, das tue ich jetzt rechts und links eben zusammennähen, die ganze Hose. Jetzt ist natürlich, was man halt jetzt bedenken muss, die Hose ist jetzt viel zu breit für mich, also für meine Taille da, wo sie sitzen soll. Und dementsprechend muss ich jetzt da eine Falte reinmachen. Aber davor kürze ich es nochmal, weil sie war mir zu lang. Und wie schon gesagt, lieber Schritt für Schritt und sich annähern, wie zu viel abschneiden. Und eben weil ja, dass der Umfang jetzt zu groß ist, muss ich da Falten reinlegen. Und das war eben mein Plan. Ich wollte da so eine fetzige, eigentlich wollte ich eine Kellerfalte reinlegen, aber das hat irgendwie komisch ausgeschaut. Und deshalb tue ich da nur eine Falte rechts und links nach außen quasi feststecken, so damit sich das so ein bisschen auffaltet vorne, hatte ich so im Plan. Dann habe ich den Bund wieder enger gemacht, so wie bei dem anderen, bei der anderen Hose, genau mit denselben Schritten, und tue das jetzt einmal ringsrum feststecken, hineinsandwichen, aber lass da vorne, wo die Falte ist, kurz ein bisschen Luft, tue halt nur die Enden einstecken, damit ich die Falte wirklich bis zum Anschlag falten kann und das dann dazwischen sandwichen, weil wie schon gesagt, mit dem Messen, da bin ich immer ziemlich schlecht und deshalb mache ich das so. Und so habt ihr ganz sicher den richtigen Umfang für euren Bund, indem ihr quasi die Falte als letztes feststeckt und dann durch einfach rundherum absteppen, die Gürtelschlaufen wieder dran, natürlich so wie bei der anderen Hose, und schon ist die kurze Hose auch fertig. Ta-da-da-da! Es sind da nur überall ein bisschen Fransen, die könnte ich noch ein bisschen sauber machen, und unten habe ich einfach doppelt umgeschlagen nach außen und ein bisschen festgesteppt, dass das hält. Und ja, that's it. Das sind meine beiden Hosen aus den beiden Hosen. Wow, Kathi, was für ein Spruch. Okay, das ist die Hose 1, das ist die große Hose, quasi die erste. Ich finde die super. Ich liebe das, dass es außen das Dunkle ist und innen das Helle. Irgendwie schaut das, macht das eine coole Figur. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr zwar sehr unterschiedlich farbende Hosen habt. Schaut das auf jeden Fall, finde ich, irgendwie fetziger aus. Ich liebe das, es ist richtig, richtig cool, und ich bin auch froh, dass der Innenteil so weit nach außen geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist jetzt die andere Hose, das ist die kurze Hose. Für das, dass ich sie quasi in langem Zustand furchtbar fand, bin ich jetzt happy, dass ich sie trotzdem nochmal umgemodelt habe, weil im kurzen Zustand mit dieser Falte und sowas finde ich sie echt lässig. Also von dem her, happy, happy, happy. Und ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben, was ihr mit alten Hosen machen könnt. Und wie schon gesagt, wenn ihr nur zu kleine Hosen habt, kein Thema, dann, wie schon gesagt, dann kämen man heute nicht zwei Hosen dabei raus, sondern es ist nur eine. Aber dann derts noch messen, derts lieber zu groß schneiden, wirklich so groß as possible wegschneiden und enger nähen, kennt ihr immer. Okay, also dann viel Spaß beim Nachmachen!